Hallo, ich bin Norman Man. Und ich bin Atomic Boy. Und heute ist meine Aufgabe der Schutz von Ponty Pandy vor Gefahren an den Gleisen. Meine auch. Schützen und retten. Aber nur als mein Helfer. An so Eisenbahngleisen lauern viele Gefahren. Hey, eigentlich sollte ich das sagen, ja? Also stellt euch nie zu dicht an die Eisenbahngleise. Haltet genügend Abstand. Tretet von der Bahnsteigkante zurück. Und es wäre auch eine gute Idee, jedes Geschubse und Geschiebe auf einem Bahnsteig strikt zu unterlassen. Entschuldige, Feuerwehrmann Sam. Nur keine Sorge, Sam. Ich werde dafür sorgen, dass alle einen sicheren Abstand einhalten. Also, immer dran denken, Erdlinge. Schön vorsichtig sein, wenn ihr irgendwo Schienen seht. Wie? Halt! Das ist mein Zug! Wartet auf mich! Wartet doch auf mich! Hey! Ich bin Feuerwehrmann Sam. Und heute werde ich euch den richtigen Umgang mit Kerzen zeigen. Und mein zuverlässiger Assistent Norman Price hilft mir sicherlich dabei. Hallo, liebe Freunde. Heute hat meine Mom Geburtstag und wir wollen die Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte anzünden. Und woran denken wir unbedingt immer, bevor wir eine der Kerzen anzünden dürfen, Norman? Natürlich erst den Kuchen probieren, ob er auch noch schmeckt. Das ist doch kein richtiger Kuchen, Norman. Das ist nur eine Attrappe für die Übung. Ah, scheußlich, nur ein Attrappenkuchen. Also, woran denken wir unbedingt immer, wenn es um Sicherheit mit Kerzen geht, Norman? Regel Nummer 1. Passt gut auf, dass eure Kerzen sicher stehen, damit sie nicht umfallen. Hervorragend, Norman. Und nun wird's Zeit, sie anzuzünden. Ja! Nummer 2. Holt immer einen Erwachsenen, um die Kerzen für euch anzuzünden. Lasst die Finger von Spielereien mit Feuer. Du hast ja recht. Danke, Penny. Dann wäre eigentlich nur noch eins zu bedenken für einen schönen Geburtstag. Na, den Kuchen zu meiner Mom bringen. Stopp! Nummer 3. Nie eine angezündete Kerze durch die Gegend tragen. Oh, das sind ja angezündete Kerzen. Das sind angezündete hey, Kerzen. Vorsicht. Oh nein. Nummer 4. Norman Price immer auf Abstand zu der Geburtstagstorte halten. Und das waren Feuerwehrmann Sams heiße Sicherheitstipps für Kerzen. Ich bin James. Ich bin Sarah. Ich bin Mandy. Und ich bin Norman. Und wir sind die jungen Retter. Und heute geben uns die jungen Retter einen sehr wichtigen Tipp für ein schönes und sicheres Grillfest. Heute ist der große Ponty Pandy Grillfesttag. Und wir sind hier, weil wir euch zeigen wollen, wie man... Weg da! ...den Abstand richtig... Weg da! ...einhält. Norman, was machst du denn da? Na, ich sorge dafür, dass alle den Sicherheitsabstand zu dem Grill einhalten, klar? Hey, Abstand halten! Aber mein Steak liegt da drauf und wird verkohlen. Und ich würde gern mein Brötchen rösten. Norman, du musst meinen Vater da natürlich hingehen lassen. Er ist doch der Grillmeister. Naja, Norman hat schon recht. Wir sollten natürlich einen sicheren Abstand zu offenem Feuer oder so einem glühenden Grill einhalten. Aber du solltest vielleicht den Koch an den Grill heranlassen, besonders wenn du hungrig bist. Oh nein, jetzt sehen meine Steaks aus wie hässliche alte Klumpen. Na, dann esse ich mein Brötchen jetzt einfach so. Aber zum Glück habe ich noch etwas eingepackt. Oh nein, jetzt habe ich das Brötchen so verputzt. Hey, wir sind die wilden Männer von Ponty Pandy. Und heute erzählen wir euch etwas über Sicherheit in natürlichen Gewässern. Wenn ihr in einem See planschen geht, dann seid immer sehr vorsichtig und passt gut auf. Und das ist kein Witz, Mann, denn manchmal kann das Wasser... sehr schnell sehr tief werden. Denkt immer daran, Planschen kann gefährlich sein und geht nur ins Wasser, wenn auch wirklich ein Erwachsener auf euch aufpasst. Bügeleisen sind wirklich nützlich. Mit ihnen kann man die Falten aus den Hosen wieder wegmachen und sie sorgen dafür, dass man ordentlich aussieht. Aber Bügeleisen können auch sehr gefährlich sein. Erwischt, du bist dran! Vorsicht! Dad hat gerade das Bügeleisen an. Oh nein!
sein? Bügeleisen sind sehr schwer und man kann leicht über das Kabel stolpern und dann fallen sie auf einen drauf. Ja, und dann sind sie auch noch sehr lange heiß, auch wenn sie schon längst ausgeschaltet waren. Dad! Na, was ist denn los, ihr zwei? Erwischt! Du bist! Und du hast da was Wichtiges vergessen! Ach, herrje, da stelle ich besser schnell an einen sicheren Platz. Und dann spielen wir Fangen. Ich komme! Drum seid schlau und spielt nicht in der Nähe von Bügeleisen. Das sind keine Spielzeuge. Denn sie sind noch lange sehr heiß, auch wenn sie schon längst ausgeschaltet worden sind. Hey, wir sind die wilden Männer von Ponty Pandy. Und heute erzählen wir euch etwas darüber, wie ihr auch am Strand sicher seid. Geht ja nicht zu dicht ans Wasser, wenn nicht gerade ein Erwachsener bei euch ist. Moose ist ein Erwachsener. Daher kann mir nichts passieren. Au, 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 au. Und ihr solltet doch etwas tragen, um eure Füße zu schützen. Es können spitze Sachen im Wasser liegen, wie zum Beispiel Steine, die ihr nicht seht. Ein Pflaster, Tom. Ich bin James. Ich bin Sarah. Ich bin Mandy. Und ich bin Norman. Und wir sind die jungen Retter. Und heute geben uns die jungen Retter einen sehr wichtigen Tipp für ein schönes und sicheres Grillfest. Heute ist der Ponty Pandy Grillfesttag. So ein Grillfest kann riesigen Spaß machen, aber es kann auch sehr gefährlich werden. Erstens, ihr müsst das Anzünden des Grills immer den Erwachsenen überlassen. Hey Trevor, wetten, ich krieg meinen eher an als du? Was wir erst noch mal sehen wollen. Und denkt immer daran, dass ja keine Bäume oder Sträucher in der Nähe eures Grills sind. Am besten weit weg von allem, was brennen könnte. Es geht schon los! Oh! Oh! Und ihr solltet auch dafür sorgen, dass der Platz für den Grill ganz eben ist. Sonst kann er sehr leicht umfallen, wenn ihr grillt. Hier, wackeln oder wegrollen kann der nicht. Der perfekte Platz für ein sicheres Grillfest. Oh nein, meine Würstchen rollen weg! Onkel Sam! Keine Angst, ich mach das schon. Ich denke, das wird heute ein langer Tag werden. Elektrizität ist eine tolle Sache. Mit ihrer Hilfe kochen wir Tee oder bereiten unser Essen zu. Und mit Hilfe von elektrischem Strom können wir im Dunkeln sehen. Aber Wasser und Strom vertragen sich überhaupt nicht. Also fasst niemals irgendwas Elektrisches mit nassen Händen an. Lasst niemals Getränke auf oder zu nahe an elektrischen Geräten stehen. Und bringt vor allem niemals ein angeschlossenes Elektrogerät ins Badezimmer oder sonst in die Nähe von Wasser. Das könnte einen ziemlich bösen Stromschlag geben. Also passt auf und denkt immer daran, Strom und Wasser lieber nicht. Ba, 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 ba. Hallo, ich bin Atomic Boy. Und ich bin Norman Man. Und wir wollten euch heute sagen, wenn ihr rausgeht und es dunkel ist, sorgt immer dafür, dass man euch gut sehen kann. Pah, das hier sollen Superheldenleuchten sein? Oh, also vergesst nicht, Erdlinge. Immer sicher, immer helle. Damit man euch auch nachts gut sieht. Ich bin James. Ich bin Sarah. Ich bin Mandy. Und ich bin Norman. Und wir sind die jungen Retter. Und heute zeigen uns die jungen Retter, wie man immer für Sicherheit sorgt. Und zwar in der Küche. Hallo ihr, das müsst ihr euch ansehen. Unsere aberwitzigen, irren, waghalsigen Sicherheitstipps. Waghalsig finde ich nicht so klasse. Keine Angst, James. Der Strom ist abgeschaltet und im Topf ist nichts. Es ist vollkommen sicher hier. Ach, nun verdirbt doch nicht alles, Sarah. Es wäre gefährlich, wenn alles hier echt wäre. Die Sache ist die. Wenn eure Mutter oder euer Vater kochen, sollten sie darauf achten, die Topfgriffe zur Seite zu drehen. Nur manchmal vergessen sie das. Wird hier jetzt endlich mal was Waghalsiges gemacht oder nicht? Okay, Norman. Ich werde nun bei einem der Töpfe den Stiel in die gefährliche Position bringen. Trommelwirbel bitte.
Ich kann gar nicht hinsehen. Wenn die Topfstiele weit nach außen stehen, fallen die Sachen leicht vom Herd herunter. Und dann verbrennt ihr euch ganz schnell. Wenn also ein Topf so dasteht, geht schön auf Abstand und holt einen Erwachsenen. mein Fuß! Sag ich doch, das ist richtig gefährlich. Also immer vorsichtig sein in der Küche und Finger weg von heißen Töpfen. Wenn ein Topfstiel weit nach außen ragt, bittet einen Erwachsenen, den Topf zu drehen. Wirklich toll, diese Fenster. Man kann aus ihnen rausschauen. Man kann sie öffnen, damit es kühler wird oder um frische Luft reinzulassen. Oder man kann Sachen auf die Fensterbank stellen, aber es kann sehr gefährlich sein, in der Nähe von Fenstern zu spielen. Oder vielleicht sogar auf Fensterbänke zu klettern. Wer von da runterfällt, der tut sich ganz schön weh. Und wer sogar aus dem Fenster stürzt, kann unglaublich tief fallen. Norman, hast du diese Porzellanpuppen gesehen, die ich von Tante Phyllis zum Geburtstag bekommen habe? Ja, Mom. Ich werde sie dir gleich runterbringen. Wo ist eigentlich der Klebstoff? Also immer Vorsicht und ja nicht auf Fensterbänken rumklettern. Hey, wir sind die wilden Männer von Pontypandy. Und heute sind wir am Strand. Hey, Moose, Tom, alles in Ordnung? Klar, Sam. Naja, wir zeigen nur gerade allen, wie man auch in freier Natur sicher ist im Wasser. Wenn ihr so am Planschen seid, passt gut auf, dass ihr nie mit dem Rücken zur See steht. Manchmal kann einen so eine Welle einfach umhauen. Pass auf die Welle auf, Tom. Das war knapp. Schon okay, Sam. Alles unter Kontrolle. Da habe ich ordentlich viel mehr Wasser geschluckt. Was zu trinken, Tom? Ja, bitte, Mann. Hallo. Und herzlich willkommen zu Flatz Feuerwerk Sicherheitstipps. Wunderkerzen machen noch mehr Spaß, wenn man die Hände mit Handschuhen schützt. Oh, jetzt ist sie schon aus. Heiß. Denkt immer daran, Wunderkerzen bleiben noch sehr lange heiß, auch wenn sie lange aus sind. Ihr solltet daher einen Eimer Wasser aufstellen, um sie sicher darin auszumachen. Kriege ich jetzt noch eine? Bitte, Sam. Wir sind die jungen Retter! Denkt immer daran, eure Haustiere ins Haus zu holen, wenn es ein Feuerwerk gibt. Alle unsere Haustiere sind jetzt in Sicherheit, Feuerwehrmann Sam. Alle bis auf diesen Tiger. Keine Angst, ich hab ihn ja schon. Und er auch nicht. Genau, eure Tiere solltet ihr im Haus lassen. Denn das laute Knallen könnte sie erschrecken. Danke, Freunde. Hallo, liebe Freunde, ich bin Feuerwehrmann Sam. Und heute lernen wir ein paar sehr wichtige Dinge über Sicherheit im Straßenverkehr. Mit Norman Man! Und Atomic Boy! Ich bin Norman Man! Und ich gebe euch gleich alle super Tipps fürs Überqueren von Straßen. Und das wird auch super schnell gehen, bevor Atomic Boy hier auftaucht und nur wieder stört. Mom, du musst mir mal beim Straßenüberqueren helfen. Was? Da sind drei Sachen, an die du immer denken musst, wenn du über eine Straße gehst. Zuerst natürlich stoppen, dann gucken und lauschen. Als erstes hältst du an der Kante des Gehwegs an und guckst in beide Richtungen. Dann stellst du die Ohren auf. Ah, und wenn ganz sicher alles frei ist, dann kannst du schnell losgehen. Und dabei natürlich auch ständig gucken und lauschen. Norman Man! Du hast ja schon ohne mich angefangen. Zu schade, Atomic Boy. Wir sind fast fertig. Seid ihr doch gar nicht. Wir können nochmal anfangen. Und zwar mit mir dieses Mal. Kommen Sie, Mrs. Price. Das ist meine Mom. Oh, Trevor. Kommen Sie schnell, retten Sie mich. So, jetzt also noch einmal richtig. Wenn ihr über eine Straße wollt, sucht euch immer einen Erwachsenen. Zuerst am Rand vom Bürgersteig stehen bleiben. Und dann guckt und lauscht ihr ganz genau in beide Richtungen. Wenn wirklich kein Fahrzeug kommt, dann könnt ihr schnell rübergehen. Aber die ganze Zeit gucken und lauschen, während ihr über die Straße geht. Autos sind schnell. Das habt ihr gut gemacht.
Hallo, ich bin Feuerwehrmann Sam. Und heute erfahren wir mehr über Brandschutzvorkehrungen von Joe und Hannah. Denn heute zeigen uns Joe und Hannah, warum an eine Steckdose nie zu viele Geräte angeschlossen werden sollten. Das ist eine Steckdose. Und normalerweise sollte dort immer nur ein Gerät eingesteckt werden. Aber es kommt vor, dass man mehr als nur einen Stecker in eine Steckdose stecken will. Das ist auch in Ordnung, wenn ihr so einen Verteiler verwendet. Aber egal, was ihr tun wollt, wenn dabei Elektrizität eine Rolle spielt, holt einen Erwachsenen, der das für euch sicher erledigt. Wisst ihr, jede Steckdose hat eine maximale Leistungstoleranz, basierend auf der Stromstärke und den Wattstärken der jeweils an die Dose angeschlossenen Gerätschaften. Dad! Sieh mal hier, an eine Steckdose habe ich ganz viele Sachen angeschlossen, um zu demonstrieren, was die Gefahr dabei ist. Dad, das sieht mir aber überhaupt nicht sicher aus. Ganz ruhig, Hannah. Ich weiß, was ich tue. Oh, sieh mal, Jupiters Fernsteuerung ist voll aufgeladen. Wow, zischt der los! Schau nicht dahin, Dad. Sieh dir lieber das Steckerchaos an. Es sind viel zu viele. Ah. Deswegen sollten nie zu viele Geräte an eine Steckdose angeschlossen werden. Hallo, liebe Freunde, ich bin Feuerwehrmann Sam. Und heute lernen wir ein paar sehr wichtige Dinge über Sicherheit im Straßenverkehr. Mit Norman Man! Und Atomic Boy! Hallo, Erdlinge. Ich bin Norman Man! Und ich bin Atomic Boy! Und heute kriegt ihr von uns beiden alle super Norman zu... Norman Price, du wirst heute nirgendwo hingehen, wenn du nicht deinen Schutzhelm aufsetzt. Oh, Mom, wir drehen doch einen Verkehrssicherheitsfilm für Feuerwehrmann Sam und du machst alles kaputt. Ich setze meinen Helm jetzt auf, Mrs. Price. Ich setze meinen Helm jetzt auf, Mrs. Price. Oh ja, und wie schmuck du durch ihn aussiehst, James. Ich bin nicht James, ich bin Atomic Boy. Und ich bin Norman Man. Und Norman Man trägt keinen Helm, wenn er sein Norman Man-Mobil fährt. Ach, na ja, dann. Dann fährt er sein Norman Man-Mobil eben nicht. Aber Mom, Helden tragen doch keine Helme. Kommt, Leute, hier lang. Oder aber vielleicht doch? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba! Norman Man eilt zur Rettung. Mit Atomic Boy. Also denkt dran, Erdlinge. Fahrt vorsichtig. Ah! Und wahre Helden haben immer ihren Helm auf. Hallo, ich bin Feuerwehrmann Sam und heute erfahren wir etwas über Brandschutzvorkehrungen von Joe und Hannah. Alles kann passieren, wenn in der Küche gekocht wird und keiner auf die heiße Pfanne aufpasst. Und ich übernehme die wissenschaftliche Erklärung dabei. Hier ist eine Bratpfanne mit Würstchen. Wir drehen richtig auf und stellen den Herd auf die höchste Stufe. Wisst ihr, alle Flüssigkeiten, auch die Speiseöle, haben einen exakten Flammpunkt, entsprechend ihrer chemischen Zusammensetzung und der Molekularstruktur. Er meint eigentlich, wenn die Pfanne zu heiß wird, fängt es an zu brennen. Wie hier gerade. Da, meine Würstchen! Und wenn niemand auf die Pfanne achtet, wenn so etwas passiert, wird sich das Feuer ausbreiten. Sieht aus, als wenn es sich gerade ausbreiten würde. Lasst niemals eine Pfanne auf dem angeschalteten Herd und bittet stets einen Erwachsenen, euch beim Kochen zu helfen. Und wenn es in der Pfanne anfängt zu qualmen, dann ist sie bestimmt zu heiß geworden. Also den Herd ausschalten, dann kann die Pfanne schön abkühlen. Ich fürchte, das war zu heiß. Die Würstchen sind ganz doll verkohlt. Wenn es doch mal anfängt zu qualmen, dann niemals Wasser über die Pfanne gießen. Haltet schön Abstand und bittet einen Erwachsenen, das Feuer mit einem nassen Lappen oder einer Löschdecke zu löschen. Und herzlich willkommen zu Flats Feuerwerks Sicherheitstipps. Bist du bereit, Sam? Ja, Mike. Wichtig ist die sichere Distanz zu allen Feuerwerkssachen. Ich sehe gar nichts. Ich glaube, du solltest zumindest so nah sein, dass du noch etwas von dem Feuerwerk siehst. Oder, Mike? Hallo und herzlich willkommen zu Flats Feuerwerks Sicherheitstipps mit mir, Mike Flatt.
Wirst du ihnen den Sicherheitstipp jetzt auch geben? Ja, aber ich warte doch noch auf mein Musikintro. Aber bei 30 Sekunden reicht die Zeit dafür nicht, Mike. Oh, na gut, Sam. Ja, also, wenn ein Feuerwerkskörper nicht gleich hochgeht, dann bloß nicht hingehen. Das kann dauern. Ich bin James. Ich bin Sarah. Ich bin Mandy. Und ich bin Norman. Und wir sind die jungen Retter. Und heute geben uns die jungen Retter ein paar sehr wichtige Tipps für den sicheren Umgang mit Streichhölzern. Alles klar, Norman. Für unseren heutigen Sicherheitstipp musst du uns zeigen, mit welchen von den Sachen man auf keinen Fall spielen sollte. Ist es das Spielzeugauto, die Bauklötze vielleicht oder die Streichholzschachtel? Ist ja kinderleicht. Natürlich die Bauklötze, die sind doch für Babys. Unsinn, Norman. Denk nochmal nach. Das Auto sieht aus, als wenn es nicht richtig fahren könnte. Nur James wird mit so etwas spielen. Unsinn, Norman. Es ist schließlich ein Feuerschutztipp. Was könnte es sein? Was meinst du? Zündelzüngel, da flammt die Flamme. Oh, aber ich wollte doch so gern mit diesen Streichhölzern spielen. Wir hätten Mikado damit spielen können. Unsinn, Norman. Streichhölzer sind nun mal kein Spielzeug. Und natürlich solltet ihr sie immer sicher wegpacken. Das wusste ich auch eigentlich. Danke, Freunde. Ich bin James. Ich bin Sarah. Ich bin Mandy. Und ich bin Norman. Und wir sind die jungen Retter. Heute zeigen uns die jungen Retter, wie man immer sicher Spaß hat in Schwimmbädern und Swimmingpools. Wir gehen immer schön langsam im Schwimmbad und auch am Swimmingpool. Und laufen nie. Sarah und James zeigen uns das jetzt mal. Nicht laufen. Na los, nun mach das schon vor. Das ist doch Quatsch, Norman. Jedes Kind weiß doch, wie Gehen aussieht. Ich wette, ich kann viel schneller gehen als du. Kannst du nicht. Au. Du denkst, das wäre schnell? Denkt immer dran, nicht rennen! Keine Sorge, Onkel Sam, machen wir nicht. Gut so, James. Du liegst in Führung. Was fällt dir ein, meinen Freund ins Wasser zu schubsen? Und was sonst sollten wir eigentlich auf keinen Fall machen, Norman? Wir sollten auf keinen Fall jemanden ins Wasser schubsen. Tut mir leid, Sam. Tut mir leid, Sarah. Ja, mir auch, James. Also denkt immer dran, gehen und nicht laufen. Man kann zu leicht ausrutschen. Und schubsen geht gar nicht. Danke, Freunde. Hallo, ich bin Feuerwehrmann Sam und heute erfahren wir was über Brandschutzvorkehrungen von meinen Freunden aus Pontypandy, Joe und Hannah. Ja, ich bin Joe Sparks und heute lüfte ich alle technischen Geheimnisse hinter den Rauchmeldern. Rauchmelder sind wirklich total wichtig, denn sie warnen uns vor gefährlichem Feuer, bevor es zu groß wird zum Löschen. Stellen wir uns doch mal vor, diese Kerze würde durch ein Versehen umfallen. Die wird auf gar keinen Fall umfallen, oder, Dad? Ach, so ein Quatsch, Hannah. Ich will hier doch nur was demonstrieren. In Ordnung, Dad. Dann zeig uns bitte mal, wie man den Rauchmelder richtig testet. Gern. Es gibt viele Methoden, den Rauchmelder zu testen. Ich mache das mit der Zündholzmethode. Man braucht nur ein Zündholz. Oder du drückst einfach mal auf den Testknopf hier. Ja? Ich weiß, was ich tue, Schatz. Also, das gerade eben ausgepustete Streichholz entwickelt Rauch. Und dabei entsteht Alpha-Strahlung, die die Ionisierung der Luftmoleküle... Und so hört sich das an, wenn der Test erfolgreich war und der Rauchalarm losgeht. Oh nein, oh nein, oh nein! Und ein richtiger Alarm, der durch ein richtiges Feuer ausgelöst wird, hört sich genauso an. Also, passt auf, dass überall Rauchmelder angebracht sind und regelmäßiges Testen nicht vergessen. Tipps: Wunderkerzen machen noch mehr Spaß, wenn man die Hände mit Handschuhen schützt. Oh, jetzt ist sie schon aus. Heiß, 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 heiß. Denkt immer daran, Wunderkerzen bleiben noch sehr lange heiß, auch wenn sie lange aus sind. Ihr solltet daher einen Eimer Wasser aufstellen, um sie sicher darin auszuhalten.